Autohaus Peach. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen und mit unseren umfassenden Werkstattleistungen bringen wir Sie schnell wieder auf Touren, wenn es mal nicht so läuft. Autohaus Peach. Höchste Qualität im Service und Verkauf. Wir wussten um diese brutal schwierige Aufgabe. Ich glaube, man hat es in der ersten und zweiten Halbzeit, die ersten 15 Minuten immer gesehen, mit was für einer Wucht Halle aus der Kabine kam. Wir haben es aber trotzdem gut wegverteidigt. Klar hatte man den Eindruck, Halle ist am Drücker. Hatten aber auch nicht die Möglichkeiten. Wir haben das im Kollektiv gut wegverteidigt. Ja, und dass es kein Spiel wird wie letzte Woche, ist klar. Wir sind ja auswärts bei einer selbstbewussten Mannschaft, die eine unfassbare Serie hatte. Und ja, dann haben wir die wenigen Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir dann eiskalt genutzt und letztendlich auch wirklich defensiv, kompakt und alles top wegverteidigt. Da muss man ein Riesenkompliment an alle 11 machen. Ihr wart heute richtig stabil gestanden hinten, vor allem die Innenverteidigung. Du hast auch einmal Timo Beermann kurz über den Kopf gestreichelt gerade. Die hatten heute ordentlich zu tun. Ja, ich glaube, was Eule und Max heute erstmal die beiden komplett wegverteidigt oder weggeblockt haben, das ist die Basis. Das war brutal wichtig, dass ich mich auf die Jungs verlassen kann, sie sich auf mich. Und ich glaube generell, das ganze Team hat brutal gegen den Ball gearbeitet, haben nicht viel zugelassen und ja. Einfach ein Kompliment, dass wir heute hier als Sieger vom Platz gehen, war nicht selbstverständlich. Einen musstest du auch noch ziemlich hart rausfausten. Ansonsten hat aber Halle jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen gehabt, ne? Ja, das ist es ja, was ich sagte. Man hatte so das Gefühl, dass Halle klar am Drücker ist. Viele Möglichkeiten waren es dann aber nicht. Das war dann die eine Aktion, wo ich dann zur Stelle war. Und das ist ja auch immer die Aufgabe, dass du dann 90 Minuten komplett den Fokus hast. Deswegen bin ich einfach nur stolz, dass wir hier 3 Punkte entführt haben und für mich freut es, dass wir im Kollektiv die Null nochmal, ich glaube auch das erste Mal, dass wir 2-mal hintereinander die Null gehalten haben. Von daher haben wir heute schön vorgelegt, haben eine angenehme Rückfahrt und können uns dann am Wochenende mal die Spiele von der Couch aus angucken. Ja, sehr gut. Also ihr habt vorgelegt, seid jetzt wieder mittendrin oben. Ja, wie sehr nehmt ihr denn dieses Wort Aufstiegskampf im Moment bei euch in den Mund? Das ist Fußball. Vor 2 Wochen, glaube ich, als wir in München verloren haben, hat uns jeder irgendwie abgeschrieben. Aber ich glaube, die Jungs, die letztes Jahr dabei waren, wir haben daraus gelernt, was uns letztes Jahr dann in Halle hier passiert ist, dass wir die Saison abgeschrieben haben, 4 Spieltage vor Schluss. Da haben wir die Lehren rausgeschlossen, dass wir uns nach der Saison nichts vorwerfen lassen wollen. Egal, wie groß der Abstand ist, dass wir uns am 38. Spieltag ins Spiegel gucken können und gesagt haben, hey, wir haben alles gegeben, weil das war auch die Basis nach der Winterpause, dass wir gesagt haben, wir haben ja nicht gesagt, wir wollen aufsteigen. Wir sind einfach in die Spiele gegangen mit dem Motto, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Und ich glaube, damit fahren wir ganz gut, dass wir einfach dieses Ziel, dieses Spiel für Spiel einfach weiterfahren. Und wenn wir das machen, schauen wir mal. Aber letztendlich haben wir es ja nicht in der eigenen Hand. Wir müssen einfach jetzt, Mittwoch haben wir die nächste schwere Aufgabe. Ich weiß vor allem, was dem Verein das bedeutet. Der Pokaleinzug ins Finale, das ist immer die erste Herausforderung. Und dann geht Sonntag schon wieder schwierig weiter, weil wir wissen auch, dass Zwickau ums Überleben kämpft. Deswegen werden es auf jeden Fall noch schöne, knackige 5 Wochen. Lass uns noch mal ganz kurz ein Jahr zurückblicken. Da waren wir auch hier gestanden nach dem 3-3. Das hat so einen Deckel drauf gemacht bei euch. Danach war irgendwie die Luft raus. Du hast es gerade gesagt, ist das bei euch in den Köpfen noch gewesen? So? Dass man sich das vor dem Spiel heute? Nee, dass man jetzt hier die Saison hergeschenkt hat, war jetzt nicht in den Köpfen, aber da hat man natürlich drüber gesprochen mit den Jungs, dass wir dann hier 4, 5 Spieltage vor Schluss ja irgendwo die Saison mental abgeschlossen haben, weil wir gebrochen waren. Das war, glaube ich, damals ein krasser Genickbruch, wo wir wirklich dann raus gelernt haben, wo wir gesagt haben, hey, vor allem nach München, das war vor 2 Wochen, sind noch 7 Spiele oder zu dem Zeitpunkt. Von daher müssen wir da maximal sein. Wir können die Saison nicht 7 Wochen vorher abschenken. Die Saison ist 38 Spieltage lang, brutal lang und intensiv. Deswegen hat man gesehen, 2 Wochen später sind wir auch mal wieder mittendrin. Deswegen ist es wichtig, dass wir ganz klar und frisch in der Birne bleiben und weiter hart arbeiten. Weil wenn wir nicht bei 100% sind und nicht jeder Vollgas gibt, haben wir Probleme. Und heute hat man gesehen, wenn wir intensiv spielen, hart arbeiten, auch wenn wir wirklich nicht heute unser bestes Spiel gemacht haben, können wir eine richtig Top-Mannschaft sein. Kann das vielleicht genau den gegenteiligen Effekt haben zum letzten Jahr, nämlich dass es nochmal einen Push gibt? Ja, auf jeden Fall. Auch da sind wir wieder reifer geworden, erfahrener. Ich will die Mannschaften ja gar nicht vergleichen, nur daraus haben wir definitiv gelernt, dass wir da einen Reifeprozess durchgezogen haben, so wie nach dem Spiel nach 60 und haben gesagt,
hey, weiter geht's. Ne? Jetzt kommt Elversberg. Ich glaube, die Mannschaft kam letzte Woche zum passenden Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, wir hatten das Ziel, die beste Mannschaft zu schlagen. Und heute war es eine brutale Aufgabe mit der Serie von Halle, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen mal vorlegen zum einen. Und Halle, diese Serien sind ja darum, sie zu brechen. Das war damals bei uns der Fall, so dass Bayreuth das leider geschafft hat. Jetzt haben wir es hier geschafft und wir sind einfach nur unfassbar stolz und freuen uns gleich auf 4 Stunden Rückfahrt, Beine hochlegen und einfach mal abschalten. Und dann könnt ihr euch in Ruhe alles angucken, wie die dritte Liga spielt und könnt euch vorbereiten auf den Pokal in Jeddelo. Ja, genau. Deswegen heißt es jetzt gut Samstag, Sonntag regenerieren, weil Jeddelo wird alles dran setzen in 90 Minuten. Das ist ja auch das Problem, dass man da 90 Minuten die Null halten kann, dass wir das seriös angehen und da maximal sind. Das Ziel ist einfach ins Finale kommen und dann ist Sonntag Zwickau. Alles andere ist erstmal auch nicht in den Köpfen. Dann gute Heimfahrt, alles Gute für dahin. Danke. Ciao.